Mach ich ja sonst immer so einen Gnadenschuss, aber naja, machen wir das halt mal nicht. Gucken wir stattdessen mal hier rein. Was ist das, Cafeteria? Die Security Room. Jetzt sind ja auch noch so übelst viele Türen. Ich vermute mal, hier ist irgendwo so ein kleines Drecksviech, was ich abschießen kann. Oder? Oh, ein Z-Patch. Also langsam finde ich echt alles. Das ist nice. Nichtsdestotrotz müssen wir hier nicht lang. Aha, aha. Gut, ich sehe keine Gespenster. Hier ist nämlich kein Schwein. Moment, hier war der Bot, ne? Da hinten läuft er gerade. Das heißt, ich überliste ihn einfach. Ist das der Konzeptionswürfel? Nee, wo... Oder ist das der Eingang, der Schlüssel dahin? Hm, das könnte natürlich sein. Synchronisieren. Synchronisieren, hallo? Verdammt. Zu spät. Nochmal. Vor 4 Monaten und 3 Tagen. Zugangscode, ah, okay. Bam. Ich möchte rein. Memorize die Zukunft der Menschheit. Sehr bescheiden. Ob das wohl Sarkasmus war? Ich weiß nicht. Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ey, sag mir bitte nicht, dass das wieder so ein Rätsel ist, ne? Och nö, ne? Also, warte, nochmal. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Wenn sie in Scherben steht? Okay. Kann ich hier einfach auf das Ding zugreifen? Okay, was könnte es denn sein? Also... Ich vermute mal, des Rätsels Lösung wird sein... Warte... Zack. So... Aha. Homo! Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also gut. Das heißt, wir müssen aus diesen Sachen irgendwas bilden, ja? Wieso kann er uns das nicht einfach zeigen? Also gut. Wieder ein Rätsel zu lösen. Oh, so. Wie wird das wohl lauten? Also, was können wir aus Humanist bilden? Memorize. Ist das mit Absicht eine 3? Hm. Ist das Home? Nein. Home kann das nicht bedeuten. So, wir sind ja in einem Let's Play, also komm. Hey, ich dachte, er wollte mir die Antwort zeigen. Oh, verdammt. Also gut, denken wir weiter nach. Die. Da. Nein! Es ist wieder weg! Es ist wieder weg! Verdammt, okay, gut. Dann überlege ich jetzt so lange, bis das Auge kommt, was wiederkommt. Und mal sehen. Evolution. Memorize. Was ist, wenn wir alle hochziehen? Geht das? Vielleicht gibt es ja so ein riesiges Wort. Vielleicht ist das ja überhaupt keine Rätsel, ne? Das kann doch sein. Naja, ist ja gut. Ich will zum E hoch. Geht doch.
Ja, warte, Augenkompass, ich mach's gleich, warte. So, hat das geholfen? Nein. Gut, Augenkompass. H ist der Anfang von Hominis. H ist der Anfang von Hominis? Okay, wir ziehen jetzt einfach mal alles wieder runter. Ja, so viel Zeit muss sein, das lässt sich jetzt leider nicht ändern. Aber H ist das, was? H ist der Anfang. Ah. Ich verstehe. Das heißt, das H und das O muss wahrscheinlich hoch. Würde ich mal denken. H3O? Eventuell. Weiß ich gar nicht. Wir gucken mal, was der Augenkompass sagt. H ist der Anfang von Hammer and Ice. Das ist klar. Gut. Mehr hat er nicht zu sagen. Hominis. Keine Ahnung. Was wollen die eigentlich von mir? Wir hören uns das nochmal an. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Was zur Hölle willst du von mir? Willst du eine 3? Und willst du ein O? Kannst du haben, dann ist es... Was? Es ist richtig? Okay. Jo, ich wusste es irgendwie. Kann passieren, dass man mal so zwischendurch einfach mal recht hat. Da bin ich doch recht glücklich drüber. Naja. Also gut, gehen wir weiter. Hä? Es passiert aber nichts. Achso, läuft hier hoch. Okay. Und nun? Synchronisieren. Alter, du sollst synchronisieren. Verdammt. Da wollte ich sie einfach nicht. Gehen wir hier wieder runter. Dam, pam, 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 pam. Ich bin schneller, ich bin schneller. Ich weiß nämlich, wo du hin willst. Da staunst du, was du sagst. Wir leben hier nämlich in der Zukunft und du nur in der Vergangenheit. 4 Monate. Natürlich weiß ich da, wo du hingehst. So, jetzt mach den Scheiß endlich fertig. So. Und was passiert jetzt? Oh, Knopf ist ja groß. 3 Personen. Das ist Nillen. Das ist die Mutter. Und ist das Edge? Das werden wir gleich hoffentlich erfahren. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Ernsthaft? Nettes Vermögen. Noch ein Rätsel. Also. Ach so, ich verstehe, ich verstehe. Also. Ich höre es mir nochmal an. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Also, nochmal von vorne, warte. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Also, die Frau hört auf ihren Mann, verlässt aber das Kind. Das heißt, verlassen muss Richtung Nillen sein. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Und zuhören muss auf
Warte, aber das zeigt doch nicht. Zuhören muss ja Richtung trösten. Zuhören. Warte, Moment. Ich versuche mal zuhören zu Nillen zu schicken. Jetzt ist zuhören bei Nillen. Da verlässt sie aber ihren Mann. Kann ich vielleicht die Figuren austauschen? Nein, ich benutze den Augenkompass noch nicht, dass dieses Rätsel gefällt mir nämlich wirklich. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau. Achso, jetzt habe ich auf Zuhören gesetzt. Hört ihr nicht mehr zu. So. Das Kind liebt seinen schützenden Vater. Es gibt ja noch ein zweites Verlassen. So. Verlassen und zuhören. Die Frau verlässt ihr Kind, hört aber ihrem Mann zu. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Die Frau hört auf ihren Mann. Aber ja, das haben wir schon. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater. Also gut, er bewundert sie, aber hört ihr nicht zu. Das klingt ganz logisch. Also, zuhören ist gerade bei ihr in die Richtung. Das heißt, ich muss auf bewundern. Wo bin ich jetzt gerade? Beschützen. Er bewundert seine Frau und zuhören ist hinter ihm. Das heißt, jetzt beschützt er seine Tochter und bewundert seine Frau, hört ihr aber nicht zu. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Ja, soweit bin ich schon. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Ja, das ist easy bei Nillen. Sie liebt nämlich einfach beide. Bam. Ich stehe auf Blitzen. Sesam, öffne dich. Charles' letzte Bastion ist geknackt. Los! Okay, gehen wir jetzt mal in diese unauffällig öffnende Tür rein. Betreten Sie den Konzeptwürfel. Achso, wieso habe ich dir jedes Mal Konzeptionswürfel gesagt? Naja, Konzeptwürfel. Huch. Oha. Hat sich das überhaupt gelohnt, so ein riesen Würfel? Super. Bin stolz auf euch, dass ihr mir hier so eine Bastarde noch einsetzt. Oh Gott, das war... Kein Problem, ich habe noch Rost in Frieden. Bevor ich jetzt sterbe, setze ich es einfach mal ein. Bam. Und den anderen Pisser, den treffe ich nicht. Nein! Okay, dann schlage ich die hier so lange zusammen. Oder er kippt einfach von alleine um, das geht natürlich auch. Ah, der Roboter ist auch gegen die Liebe. Das ist natürlich nice. Eventuell werde ich Rost im Frieden gleich brauchen. Deswegen werde ich mal gleich mal ein bisschen hier was einsetzen. So. Erstmal ein bisschen Zeit zurückholen. Und vielleicht vorher noch ein bisschen hier. Leck mich doch. Nein. Das geht schon weg, ja. So, der Roboter ist weg. Zeit, sich ein bisschen zu heilen. Oder? Fuck. Kein Problem. Nein! Jetzt ist es schon ein Problem. Na gut, setze ich erstmal die Raserei ein und hoffe, dass ich dabei nicht sterbe. Okay. Jetzt können wir die Tarnung aktivieren. Und einen von denen auf jeden Fall schon mal rausholen. Bitte dich, du Stück. Okay, und jetzt muss ich mich nur irgendwie... Nein, die falsche Kombination. Nicht schlagen, bitte nicht schlagen. Ich brauche erstmal ein bisschen Leben. Okay, das war jetzt nicht sonderlich viel Leben. Ach du Scheiße. Nein, er stirbt auf mich zu, er stirbt auf mich zu.
Och Mann, das ist unfair, so kurz vorm Ziel. Ich habe gerade so ein verdammtes Rätsel gelöst, da könnt ihr mich doch nicht gleich wieder in den Kampf schicken. Das ist nicht möglich. Gut. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Einfach chillig bleiben und alles verprügeln. Das kommt auch nicht schon wieder hier, ne? Okay, wir sind hier an dieser Stelle. Aber ich habe ja keinen Fokus mehr. Das heißt, wir bauen erstmal wieder schön Fokus auf. Versuchen dabei nicht gehittet zu werden von 50.000 Gegnern, die um uns herum stehen. Was auch überhaupt nicht unmöglich ist. Der ist aber umgekippt. Sind das Wookies oder was? Alter, ist die einfach so umkippen? Ich brauche Fokus, Leute. Kippen nach so einer einfachen, billigen Kombo ab. Warum? Also, nein! Ich habe mich verklickt. Jetzt habe ich die Raserei geaktiviert. Na gut, verprügel ich erstmal die Kleinen hier. Ich habe jetzt noch diesen einen hier, um ein bisschen Fokus aufzubauen. Das ist nicht gut. Na, leck mich. Das ist schlecht, wenn ich gleich keinen Fokus aufgebaut kriege. Aber ich denke mal, das wird. Nein! Scheiße, ich habe nicht genug Fokus! Kann ich an dem Fokus aufbauen? Nein. Oh, doch, kann ich. Gut. Ja, jetzt darf ich mich nur nicht verklicken. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin hinter dir! Ah, bück dich! Ja, jetzt bist du nur noch ganz schwach, ne? Kleiner armer Riesengorilla. Nein! Lass mich doch wenigstens mit dem Kombo ausführen, ey. Achso. Jetzt geht's los. Bam! Was das? Was das? Jawohl. Weiter geht's ins Innere des Würfels.